Massenauflauf vor dem Volksparkstadion. Doch Fußball lief gestern nur im Fernsehen, hier nicht. Ich sehe es so ein bisschen wie Kunst und ich bin mal gespannt, was mich heute erwartet. Synthesizer, Gitarren, heftige Gitarren, Schlagzeug. Rammstein ist einfach geil. Die Texte, der Sound, eigentlich alles. Die Feuershow. Behind the Future. Flippers! Oh, hab er schon. Ja. Ja, wenn Rammstein kommt, dann brennt und knallt es. Über groß, über laut und die legendären Rammstein-Riffs. 50.000 Fans, ihnen war die Karte rund 100 Euro wert. Die Bässe vibrieren, der Fanchor ist sofort dabei. Seit 28 Jahren sind Rammstein und Frontmann Till Lindemann martialisch unterwegs. Der Sound speziell, die Show auf Weltniveau. Also die haben ja viele Balladen jetzt neuerdings auch, ne? Nicht mehr so ganz so rockig unterwegs. Und das finde ich, die Stimme ist Wahnsinn, die geht mir richtig durch. Also ich liebe Till, ich liebe alles. Die Lieder, das ist einfach mal was anderes. Provokant, aber coole Mucke, schön. Ich glaube, man muss es einfach mal gesehen haben. Zwischen Funkensprühen und Feuersäulen gibt es für die Fans während der gut zweistündigen Megashow ständig etwas zu entdecken. Das Feuer kommt aus allen Richtungen. Sänger Till Lindemann ließ sich dafür zum Pyrotechniker ausbilden. Es ist nicht unbedingt die Musik Rammsteins, die die Fans vor die Bühnen holt. Es ist die Wucht ihrer Auftritte. Ein Träumchen. Die Show, die war Hammer. Also vom Feuerwerk und allgemein habe ich noch nie in meinem ganzen Leben so geil gesehen. Und ich bin hellauf begeistert. Ich bereue es nicht, dass ich die Karte vor 3 Jahren gekauft habe. Viel Pyro, viel Licht, mega geil. Das ist eine Erinnerung fürs ganze Leben. Ich kann zwar nichts mehr hören, aber sonst alles. Ja! Nächstes Mal wieder, definitiv. Für die Fans eine Show der Superlative. Zu Rammstein gehören eben Feuer, Feuerwerk und Peng Peng.